So, da bin ich wieder, euer Bizeps. Und heute zeige ich euch, wie ihr euch für Solo- und Teamturniere anmeldet. Und das ist ganz einfach. Wir klicken hier in der Mitte auf Sign Up. Und hier sehen wir schon Solo- oder Teamanmeldung. Je nachdem, zum Beispiel wollt ihr bei einem Solo-Clash Royale-Turnier euch anmelden, dann klickt ihr hier drauf. Und hier seht ihr auch schon das Clash Royale Turnier. Wichtig ist, bevor ihr hier drauf klickt, müsst ihr einige Sachen vorher gemacht haben. Dazu haben wir auch schon Videos gemacht. Ihr müsst nämlich, und natürlich euch einen Account gemacht haben, ihr müsst ihn mit Discord verknüpft haben, mit Tournament und natürlich mit Clash Royale. Also diese drei Sachen müsstet ihr zum Beispiel für dieses Solo Clash Royale Turnier vorher erledigt haben. Und dann könnt ihr nämlich hier drauf klicken und seht die drei Termine für die drei Qualifier. Und ihr könnt euch eins aussuchen oder natürlich alle drei, wo ihr halt je nach Zeit habt. Zum Beispiel, ich hätte jetzt hier Zeit, das ist super und klicke jetzt hier mal auf Teilnehmen. So, man sieht hier diesen Haken. Jetzt bekommt ihr im Hintergrund auch nochmal eine Bestätigungs-E-Mail, dass ihr an diesem Turnier teilnehmt, an diesem Qualifier. Und was auch sehr interessant ist, wenn wir jetzt wieder auf Profil gehen, sehen wir ganz hier unten auch, dass wir uns jetzt für dieses Turnier eingetragen haben. Also hier sehen wir auch nochmal so eine kleine Merkhilfe, für was haben wir uns alles schon registriert. Ja, und das Ganze können wir uns natürlich auch nochmal angucken für eine Teamanmeldung. Und hier ist natürlich wichtig, dass ihr vorher ein Team angemeldet habt. Und das Team natürlich auch alle Spieler schon drin sind und diese Spieler sich auch verifiziert haben und ihre Accounts verknüpft haben. Wichtig ist, dass der Manager es mit Tournament verknüpft hat und alle Mitspieler zumindest natürlich mit dem Spiel und mit Discord verknüpft haben. Sonst kommen wir hier jetzt auch nicht weiter. So, wenn wir jetzt alles nochmal überprüft haben, können wir hier auf Anmelden klicken. Wir sehen, wir kommen weiter. Wenn ihr das seht, dann wisst ihr, ist alles gut. Wenn hier eine Meldung kommt, dann wie gesagt nochmal prüfen, ob alle sich da mit den richtigen Accounts verknüpft haben. Spieler, Discord und natürlich Captain mit Tournament. Und jetzt sehen wir hier die drei Qualifiers, für die wir uns anmelden können. Und ja, wir denken uns, 21.03., das ist eine super Zeit, da haben wir alle Zeit. Immer kurz vorher klären, ob wirklich da auch alle Zeit haben. Und dann klicken wir hier auf Teilnehmen. Und ja, das war's auch schon. Jetzt solltet ihr auch eine E-Mail bekommen haben, noch eine Bestätigung, dass ihr an dem Turnier teilnimmt. Und ich wünsche euch viel Spaß und natürlich viel Glück. GG, euer Bizeps.